Migrationskrise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Regierungskrise. Und nun droht der Aufstand von Landwirten, Spediteuren, Handwerkern und vielen weiteren Bürgern im ganzen Land. Deutschland hat genug von der Ampel. Der Kanzler will sich ein Bild von der Flutkatastrophe machen, aber die betroffenen Menschen und auch die Helfer bereiten ihm einen frostigen Empfang. Bring rein in die Helme! Das Recht auf Deutschland! Zu offensichtlich ist das Ansinnen, aus diesem Besuch eine PR-Show zu machen. Du wirst es nicht glauben, wir haben da jetzt 20 Ausländer hingefahren, zum Teil alles Schwarzer. Und die füllen ja jetzt die Sandsäcke, wenn Olaf Scholz kommt. Alles inszenierte Scheiße. Der Besuch ist eher hinderlich, weil der Pressetross die Arbeiten über Stunden blockiert. Ohnehin erwartet niemand hier vom Bundeskanzler irgendeine Unterstützung. Im Gegenteil. Fluthilfe gab es in der Vergangenheit von der Ampelregierung nur für andere Länder. Am Abend bekommt auch Wirtschaftsminister Habeck den Volkszorn zu spüren. Die Landwirte haben ihn an einem Fähranleger auf dem Rückweg aus dem Urlaub auf den friesischen Inseln erwartet. Habeck blieb auf der Fähre, die wieder ablegte. Erst Stunden später ging er dann heimlich von Bord. Er hatte schon zum Jahresanfang für Kopfschütteln gesorgt, indem er vermeintliche Erfolgsmeldungen verbreitete, die gar keine sind. Denn der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Strommix, der war noch nie so hoch wie im letzten Jahr. Problembewusstsein null. Das Jahr hat gerade erst angefangen. Aber mit der Ampel geht es zu Ende. Gut so.